Hallo bei Rund ums Haus TV. Heute Vorratszange. Mal auspacken. 29,99 Euro bei eBay gekauft von Westfalia. Mal gucken, ob ich das Ding hier unter die Werkbank bekomme. Ja, ich habe ja festgestellt, dass ich für diverse Arbeiten hier immer mal was festzwingen muss. Und ich habe, zeige ich euch nicht, aber da vorne ist so eine ganz alte Vorratszange. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft, so ohne Holz dran, ohne alles. Die wollte ich eigentlich aufbereiten und dann die hier zusammen mit der auspacken und dann gegeneinander vergleichen und so. Ja, aber wie das halt hier in meinen Videos so ist, ne? Ein Projekt wird verschoben fürs andere und Katastrophe. Ja, und in diesem riesen Karton ist nur noch ein kleiner Karton. Befestigungsmaterial. Oh, das sieht aber schick aus. Ja, so, auf den ersten Blick. Ach, die finde ich ja gar nicht mal schlecht. Ne? Also, für 29,99 so auf den ersten Blick, Bombe. Ich habe gerade noch bei eBay nachgeguckt, ist nicht mehr vorrätig. Ich weiß nicht, ob das gar nicht mehr vorrätig ist, also ob die gar nicht mehr kommen. Ich meine, ich habe das Ding schon bestimmt 2 Monate. Ja. Achso, das muss ja hier irgendwie vor, so. Aber seht ihr? Ja, doch. Ja, so gerade irgendwie nicht. Aber das wird sich doch prima hier machen, oder? Hier schön außen. Kann ich hier schön was festzwingen. Ja, das mache ich. Das mache ich. So, jetzt aber. Ja, das muss so. Ja, das sieht doch schon ziemlich lässig aus. Ja, ein Schnapper bleibt ein Schnapper. Nee, die Stangen sind komplett schief. Die da auch. Dann kann man gut die weiße Tür durchschimmern sehen hinten. Naja, deswegen wird das Ganze auch ein bisschen schwer gehen. Ist also kein Montagefehler, habe ich gerade angenommen. Meine Güte. Ich traue mich jetzt auch nicht davor zu hauen, um das irgendwie ein bisschen zurechtzubiegen. Ich weiß nicht, naja, bricht da was ab oder... Naja, gut. Ich werde damit so leben. Jetzt brauche ich ein Stück Holz.
So, dann schneiden wir uns mal das Gegenstück Quadrat. Nachdem ich jetzt gestern ziemlich unglücklich den Schraubstock hier dran gebastelt habe und das Multiplex hier verwendet habe, habe ich dann überlegt, heute Morgen, das ist alles Mist. Ich neige immer noch zum Huddeln, zum ach, passt schon und weiß ich nicht, das muss ich komplett ablegen. Aber ich glaube, das ist noch eine Entwicklungsphase, die ich mitmache. Ich werde das nochmal neu machen. Ich habe Brennholz für meinen Ofen. Ich hoffe mal, das ist Buche. Also ich habe Buche Brennholz gekauft. Und da werde ich mir versuchen, was zusammenzuschneiden, zu leimen, als Rückplatte davon. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Das ist auch stabil genug, wenn ich es hinkriege. Also mache ich nochmal neu. Weil so kann das nicht bleiben. Und dann gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Wie sagt der Truppe immer, macht das genau, sonst ärgert er euch. Ich habe mich gestern schon geärgert. Also, auf ein neues. Das wird lustig. Ja, werde ich mal gucken, ob ich da irgendwie erstmal schon Streifen rausgeschnitten kriege. Gucken, ob das funktioniert mit Brennholz. So ist verleihen. So, während der Leim jetzt anzieht, werde ich dann mal das hier wieder abmachen. Das hier werde ich nämlich bündig setzen hinter das Brettchen, hinter das Buchebrett. Dann kann sich das hier schön noch mit anlegen. Und dann hoffe ich, dass das stabiler ist. Ja, mal schauen, was es geworden ist. Naja, ist nicht schön, aber selten. So, Stift, dann längen wir uns das hier noch ab, da und da.
Ja. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ob dieses dünne Brett jetzt so viel besser ist als das Multiplex, weiß ich auch noch nicht. Ich bin echt gespannt. Und schon sieht es wieder aus wie graue Rüben. Ja. So. Das ist total witzig. Ich wollte das gestern Abend auf die Schnelle machen. Sag zu Mama, ein Stündchen bin ich wieder drin. Ja. Nee. Oh Mann. So, wenn ich das jetzt hier so tue, wäre das eigentlich optimopti. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, hier oben die Arbeitsplatte wegzufräsen. Um den Schraubstock da hier oben so einzulassen. Dann hätte der so richtig Halt hier gegen noch mit dem Brettchen. Würde nicht so weit rausstehen. Naja gut, der bleibt ja so. Geht nur höher. Aber das wäre doch eigentlich... wäre doch gut. Also, ich habe einmal damit gefräst. Das habe ich auch nicht gefilmt. Ganz bewusst. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Ding überhaupt benutze. In den Finger habe. Ich habe überhaupt gar keine Erfahrung damit. Und habe jetzt mal ausgemessen. Ich brauche jetzt hier 26 mm muss ich hier rein. Und hier vorne muss ich 29 mm rein. Das heißt, es ist schief. Also einen Parallelanschlag kann ich immer nicht benutzen. Jetzt habe ich gemessen von hier außen. Bis zum Fräser sind 45 mm. Da addiere ich die 26 mm noch hier hinzu. Das heißt, 71 mm von hier, von dieser Kante, mache ich mir hier einen Anschlag hin. Hier muss ich 29 mm weg haben. Und dann mache ich hier 71 und da 74 mm. Da spanne ich mir den hin und da führe ich die Fräse entlang. Das ist der Plan. Ich muss nur noch gucken, dass ich hier irgendwie was mache. Für hier die Rundung. Muss ich auch noch messen, wie weit das von hier weg ist. Aber das wird kribbelig. Obwohl, nee, das wird nicht kribbelig. Wo ist der Feststeller? Da. Also. So. Blaue Maschine.
Junge, 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 was ist das für eine Kacke, ey? So, jetzt bleibt so. Verdammt nochmal. 71. 74. Ich habe hier so ein Ärmchen gefunden von meinem Fliesenschneider. Ist abgebrochen, der Anschlag. Das ist wieder für ihn gemacht. Der passt hier drüber, über den Winkel. Ach, was bin ich froh, dass ich so ein Trödler bin. Dann mal los. Perfekt. Ja, so mache ich es fest. Ich glaube, das wird was Vernünftiges. Hey! Es neigt sich dem Ende zu. Der Wahnsinn! So, Schraubistocki fertig. Machen wir eine totale. Ja, was lange wird, wird endlich gut. Na, 30 Euro. Der Grundschraubstock. 2 Tage Arbeit und schon fertig. Gut, jetzt ist, das steht die Backe etwas höher. Keine Ahnung, warum das so ist. Eben hat noch alles wunderbar gepasst.
Irgendwas habe ich falsch gemacht, glaube ich. Oder auch nicht. Naja, das spannt gut. Irgendwann mache ich mir mal so einen Holzknebel. Das Ding hier ist Käse.